Willkommen zurück zu Pacific Drive. Hier stehen wir und müssen eigentlich nur noch unsere Route planen. Den Rest haben wir in der letzten Folge alles erledigt. Wir müssen ein paar Ressourcen bekommen, damit wir ja, unser Fahrzeug verschultern können. Das ist natürlich sehr wichtig. Sondern aber nicht ganz unwichtig. Es ist schon besser geworden, aber es ist ganz schön hässlich. Bei dem Wetter will man fast nicht rausfahren. Es ist immer so gemütlich, wenn so Regentropfen auf so ein Dach trommeln. Wenn wir im Auto bleiben, trommelt aufs Auto. Das geht ja auch. Gucken, was für Optionen wir jetzt haben. Was ist das denn für ein Kram jetzt hier, der sich ausbreitet? Extreme Bedingungen. Okay, da sollten wir uns anscheinend nicht nochmal hinfahren. Ja, da war dieser Koloss. Das war alles ein bisschen schwierig. Und was da ist? Routenanalyse. Max. Fahrzeugdichte, Dichte an Benzin niedrig. Können wir jetzt schauen, was man braucht. Extreme Bedingungen sind halt nicht so gut. Gerade die verschiedenen Stats mal oben an. Knotenpunktstabilität, stabiler Anker auch niedrig. Das hier ist ziemlich stabil, das ist okay. Da gibt es echt viele Ressourcen, wenn man das halt irgendwie möchte. Wir müssen halt demnächst mal so eine bessere Antenne bauen, damit wir weiter sehen können. Weil aktuell können wir überhaupt nichts da sehen. Das ist alles okay. Niedrig, hoch, hoch, hoch. Strahlung niedrig. Das ist voll der gute Ort eigentlich. Das Problem ist, ein bisschen, dass wir da voll weit fahren müssen. Da müssen wir mal diesen Zwischenstopp machen. Die Zwischenstopps gefallen ja eigentlich nicht. Null Starthilfe, null Fackel. Aber aktuell haben wir nichts mehr im Kofferraum. Mellicht. Wir müssen noch ein eigenes Nummernschild irgendwie machen können, finde ich. So. Der Kofferraum ist aber echt voll geballert mit Kram. Kann ich nicht irgendwie noch einen Transportkoffer? Kann man sich auch noch einen Transportkoffer bauen? Größerer Spind. Der Spind bringt. Der Spind wird ja gar nichts gelagert irgendwie. Kann ich denn den aufheben und dann irgendwie damit verwenden? Wir haben so ein blöder Reifen da drin. Den Reifen könnte ich eigentlich mal. So, machen wir es mal so. Den Reifen, den zerlege ich mal in seine Bestandteile. Den Rest kann ich ja alles hier reintun. Alles, was wir nicht mitnehmen wollen. Also ich mal ein Medkit mit auf die Reise nehmen. Ich möchte auf jeden Fall das Brecheisen mitnehmen. Handstaubsauge. Auch hier ist es so finster, ne? Das ist in dem Spiel ein bisschen arg. Also wenigstens hier können wir ein bisschen Licht anmachen. Stimmt, dann tun wir die Sachen auch noch eben in den Spind. Die wir wirklich nicht brauchen. Zack, zack. Piratenschiff. Der Verschönerungsmaschine. Ja, das lege ich erstmal weg, damit wir mehr Platz im Inventar haben. Um dann später raus. Jetzt greifen wir nochmal kurz auf den. Dann nutzen wir den Staubsauger hier mal. Und alles aus dem Auto reingesaugt. Sollte eigentlich, das wundert mich so ein bisschen. Sollte nicht eigentlich alles aus dem Auto jetzt da reingesaugt werden? Hier sind auch irgendwelche Sachen drin. Das sind die Sachen, die auf dem Boden lagen, hat er nur rausgesaugt. So, ich dachte, er saugt die Sachen aus dem Auto raus. Primitive Platte. Das wollte ich überhaupt nicht. Ein Laborbericht und meinetwegen auch den Kupferdraht. Die Sachen wollte ich mir mal wieder hier reintun. Die stacken aber nicht so gut, ne? 2 und 3. Reparaturkit. Nehmen wir eben nochmal mit und gehen damit hier hinten hin. Zum Materiezerleger die beiden Sachen reintun. Das hat sich mal gelohnt.
hier können wir Regenerator-Sachen halt reparieren, wenn sie kaputt werden. Aber unser Auto ist eh top. Wir können einmal noch kurz schauen, was hier im Mülleimer vielleicht ist. Wer was für uns hat. Nix. Alles da reinballern. Okay. Das habe ich noch nicht ganz verstanden mit dem Rohrpostsystem. Wie man das genau. Vielleicht achte ich mal drauf und entdecke das jetzt in der Welt. Aber ansonsten können wir losfahren. Starthilfe haben wir nicht, aber wenn ich das Gefühl, dass wir es dringend brauchen. Das haben sie auch extra. Das haben sie nur gemacht, um mich zu ärgern, dass ich mir mal diese blöde Heckklappe auf den Kopf haue. Wie schön blau das Auto ist. Ich werde bescheuert. Man sieht auch im Rückspiegel nichts, weil alles dunkel ist. Ich hätte einfach vorne durch die... Ich depp. Ist auch nicht hier lang. Ich hätte einfach vorne aus der Garage rausfahren können. Riecht manchmal ein bisschen leicht aus. Ein bisschen looten soll man. Oh, da stand was mit den kaputten Häschen und so. Was das für ein Name übrigens ist. Stand immer auf der Map, hätte ich nochmal genau drauf gucken sollen. Hier will ich jetzt eigentlich nur durchbrettern, ehrlich gesagt. Extreme Bedingungen. Schön düster, warum denn extreme Bedingungen? Wow, das ist wie stürmisch und windig das manchmal ist. Beim Wetterbericht aber so nicht angesagt. Ich dachte, das wird hier eine entspannte Zwischenfahrt. Da will ich aber auch nicht aussteigen, ehrlich gesagt. Da brauche ich mal ein moderneres Navi, was das da vorne mit anzeigt. Ja, egal, jetzt mal vorbei. Kurz überlege, ob ich aussteige und bei dem Auto in den Kofferraum gucke. Was fehlt uns eigentlich noch so wirklich? Ich hätte mal eine genauere Liste schreiben sollen. Ganz kurz. Ich mache das mal kurz. Baupläne. Auch die Sachen, die ich in der Hütte bauen möchte, Aufträge. Was? Was denn? What do you mean, what? The hallucinations? Like the ones from 1961. It happened again. Just a quick blip, like blinking your... Wait. You didn't see it? I was in a total blackout. A colossal cappy fried my systems. Oh, fuck, da ist so ein scheiß kaputtes Häschen. Spare me, Francis. The driver's alive and your remnants verified. Isn't that all you wanted? Now, why are you two yapping about the mass hallucination? Oh, der hat nicht... When Cappy amplified the remnant signal, it triggered fuck. Hallucination event. But only lasted 3 seconds. Scheiße. And not only that, we picked up that its source was northwest of us. Specifically... Yeah, somewhere in the deep zone. That's impossible. It's been 40 years. Ich konnte jetzt nicht so zuhören, weil ich hier fliehe vor irgendeinem, keine Ahnung, Wachroboter. Durch den Dummy gefahren bin, das drumherum hier mir das Auto fast wegweht. Alter! Ja, jetzt wird es ein bisschen scheiße leider. Damit kann ich Gas geben, wenn ich irgendwo hinspringen. Haben wir schon mal gehabt, aber das will ich jetzt gar nicht. Alter, warum ist mein Auto so kaputt? Mein armes Auto. This hallucination wave that triggered, we picked up its waveform.
And it turns out it's equal and opposite to the remnant's waveform. They're paired signals. It means they're related. And what's more, if we bring that car to whatever this mass hallucination source is, we have a chance of nullifying the remnant and breaking its bond with the driver. A simple destructive interference. This is insane! After all this time, we find a remnant, lean on the mass hallucinations of 61, and a possible way to free the driver? Finch me, Francis, because this is the best thing that's happened in decades. Just when things were getting dull. The remnants was key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I need to go. This is huge, Francis! We have so much work to do! I know, I've already pulled every report on the mass hallucination event. Driver, listen, you stay safe out there. We'll report back to you once we've gone through all of this data. There's a lot of it. And be careful. Oppie's not in her right mind, okay? So, watch yourself. Ja, ich versuch's. Meine Karre ist halt ein bisschen beschädigt, leider. Wir sind ein bisschen fixen alles. Hoffentlich wird es jetzt nicht weggeweht. Aber das ist auch echt empfindlich. Das ist sehr gefährlich hier. Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu reparieren, leider. Ersatzkühlbirn. Halleluja. Müssen wir abdichten, den Ersatzreifen. Das schlechte Wetter lässt gerade ein bisschen nach. Wenigstens das. Danke. Ich habe ein bisschen eine ruhige Ecke gefunden, wo ich nicht sofort vermöbelt werde. Es hat immer noch eine Ladung. Aber das ergibt sich ja mit der Zeit eigentlich. Okay, sieht ja alles hier ganz gut aus. Außer dass wir neue Glühbirne brauchen. Und war noch sonst irgendwas kaputt? Die Reifen? Ne, sieht ja alles ganz gut aus, oder? Der Reifen vorne rechts. Ist der kaputt? Ist der undicht? Oder? Abdicht-Kit. Ich höre irgendwas. Ein bisschen paranoid inzwischen. Das sind die Entladungen hier. Ah, gar nicht. Das ist irgendwas oben drauf. Das sind die Geräusche, glaube ich. Boah, ein bisschen schreckhaft inzwischen. Ist auch arg dunkel. Kann ich nicht tagsüber fahren? Was soll denn das? Kann ich das eigentlich aussuchen, wenn ich losfahre zumindest? Überhaupt nicht drauf geachtet. Okay, so jetzt auf der Straße. Fahren wir mal weiter bis zur nächsten Kreuzung. Dann rechts. Können wir vielleicht in die Häuser gucken oder bei den Arcs. Brauchen wir auch, um dann wegzukommen. Ganz kurz. Ein paar Ressourcen. Ich werde nicht Ressourcen nur verlieren. Ich sehe gerade gar nichts hier. Ich habe gerade die Sonne ein bisschen in mein Fenster. Habe ich alle Fackeln weggegeben? Ne, 20 Stück haben wir, nehmen wir mal mit. Warum? Das Inventarmanagement und auch das ist wirklich nicht gut gemacht, muss man leider sagen. Das ist ein bisschen mühsam. Und das auch bescheuert.
Warum ist denn elektronische Bauteile? Da muss ich in den Häusern mal gucken. Der Rest ist eigentlich jetzt nicht so schlecht. Den haben wir ganz gut. Aber in den Häusern elektronische Bauteile, dass wir so alte Fernseher oder Radios mal auseinanderbauen, kann ich das eigentlich auf die... Da haben wir zum Spaß vorne drauf liegen. Okay, es bleibt nicht liegen. Warum ist der Reif eigentlich vorne links? Sehe ich jetzt gerade. Ah, fuck, ich kann hier nicht warten. Mach mal. Sehe ich nichts. Hallo, ist stockdunkel. Jetzt beide. Die haben jetzt nicht einfach beide Glühbirnen kaputt gemacht, oder? Ich bin extra nicht in den Funken. Ich sehe gerade gar. Also. Original gar nichts. Muss ich jetzt warten, bis die Entladung sich da erledigt hat? Das Spiel ist ein bisschen hardcore, ey. Ja, das erholt sich, glaube ich, gerade. Elektriker-Kit reparieren. Stoß. Kurzschluss. Man kommt hier gerade 2 Meter weit. So, ich bin mal nicht den Kopf angestoßen, wenn etwas. Elektriker-Kit. Ist überhaupt schon erfunden? Das habe ich ja nicht mehr erfunden, das Elektriker-Kit. Aber das Spiel kann mich doch jetzt nicht hier mit kaputten Lichtern hier. Das ist doch bestimmt nur beschädigt, der geht doch jetzt wieder. Ersatzreifen, die Reifen haben auch eben ein bisschen Mucken gemacht. Natürlich. Wurde das Abdichtkit hingetan? Ja. Ja. Die gehen einfach nicht. Ich hab hinten die Klappe offen gelassen. Das Spiel meint das jetzt tatsächlich ernst. Dass ich jetzt einfach nicht sehe. Weil ich kein Elektriker-Kit habe. Ein bisschen was sehe ich, so schemenhaft. So, ich bin schnell ab. Hab nicht schon verkehrt. An der Abgrenzung. Abzweigung. Bin ich schon vorbeigefahren. So, muss ich schon nicht mal wieder das Licht anzumachen. Vielleicht erholt sich das, wenn diese. Wenn die Spannung. Also, wenn diese elektrische Ladung da weg ist. So, ich glaube, hier kann ich rechts fahren. Das sieht ein kleines bisschen heller aus. Ja, witzig. Wenn ich da durchfahre, dann nur in der Nähe. Dann explodiert mein Auto und zerfetzt. Da sind da nichts, aber ich sehe auch hier nichts. Wenn ich vorbeifahren möchte, sind auch bestimmt Bäume. Oh oh. Okay, das ist eine super Idee. Hier scheint es ein bisschen heller zu sein. Komme ich daran vorbei? Bessere Teile für das Auto. Es geht so schnell kaputt mit den Billigteilen, die wir daran geschraubt haben. Und den Scheinwerfern wird es auch nicht gut getan haben. Können wir noch nicht anmachen. Wenn wir jetzt hier zuerst irgendwie durch die Bäume fahren. Aber es wird langsam heller, habe ich das Gefühl. Hier sind ein paar beleuchtete Häuser.
Ups, da fliegt so ein Ding lang. Okay, das macht da dann da den Rückwärtsgang ein. Noch kein kaputtes Häschen in der Nähe, wenn ich das richtig sehe. Diese Sätze hier. Untersuch mal das Haus mit bisschen Glück. Eigentlich müsste ich mir eine Glühbirne doch aus der Lampe rausschrauben können, finde ich. Lass bloß mein Auto in Ruhe. Das geht nicht. Geht's mit dem Impulshammer? Nicht zugewiesen. Habe ich keinen Impulshammer dabei? Nein! Warum? Es war auch keiner in der Nähe. Man sieht die doch im Dunkeln. Blödes Arschloch. Fuck off. Wow, und der steppt es aber auch ab. Was macht denn jetzt? Der steppt die Häschen ab? Einsteigen, das freut mich gerade weg. Ist jetzt freundlich oder ist der feindlich gesonnen? Ist abgefahren. Und das Häschen ist auch nicht killen, solange der Typ in der Nähe ist. Was brauche ich? Impulshammer brauche ich. Natürlich nicht bauen. Da fehlt eine Gasflasche. Und Zahnräder. Er bewacht jetzt das Häschen. Immerhin. Da war fast was Gutes. Aber ich komme jetzt trotzdem nicht ins Haus rein. Ich habe auch Angst, mein Auto ein bisschen zu lange alleine zu lassen. Was war das? Das klingt nicht gut. Impulshammer. Ja. Impulshammer habe ich nicht. Der hat sich jetzt hier voll auf das Ding versteift. Nun ist es nicht mehr ganz so finster. Meine Augen haben sich ein bisschen dran gewöhnt. Die Sonne scheint auch nicht mehr ganz so fies in mein Fenster. Aber es hilft nichts. Es sind bestimmt voll die guten Sachen da drin. Das ist übrigens echt gut, das ist gar kein Witz. Das kann nicht sein, dass ich jetzt nicht einen Impulshammer bekomme. Ah! Ja, genau, fliegt man einfach mit Vollgas dahin. Metallschrott, müssen wir mit ein bisschen Bauteile, also ein paar Sachen hilft mir das. Impulshammer. Metallschrott, Gasflasche brauchen wir noch. Alter! Wo kommen die denn alle her? Das Auto macht schnell noch Musik an. Straße versperrt, ich sehe es kaum.
fuck, was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Warum, warum? Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Oder mich noch? Hol mal kurz Arc-Energie ab. Okay, jetzt auch, darf ich nicht sagen, hier rumbummeln, sonst mich alles für Scheiße dann. Tür zu. Oh oh. Nein! Lass mich in Ruhe. Der will mich abschleppen. Alter! Stopp, das tut weh! Stopp, 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 stopp! Bremsen. Das ist doch alle irre hier. Wer soll die Häschen abschleppen, nicht mich? Der hat meine Motorhaube fast kaputt gemacht. Die hassen mich hier alle. Das ist voll die Scheißzone. Warum bin ich überhaupt hier? So, wo ist jetzt hier die Straße? Irgendwo Glühbirnen finden. Das ist der absolute Horror hier. Ohne Glühbirnen. Die Straße da vorne? Ich glaube ja. Ja, das sieht heller aus. Ich sehe ein bisschen was. Ja. Ich muss eigentlich irgendwo übernachten. Mö. Mies. Was im Kofferraum ist. Gefahr, sagt er. Ja, ich bin ein bisschen verstrahlt, damit müssen wir gerade mal leben. Leider keine Glühbirnen. Ich muss das Auto mal kurz reparieren. Noch besonders kaputt. Hier ist ja die Stoßstange vorne. Ich werde hier langsam schön verstrahlt. Vielen Dank. Und die Lichter gehen immer noch nicht. Ich darf nicht in die Dummies reinfahren, da vorne sehe ich welche. Schön, dass sie die Straße versperren. Gut. Warte mal kurz, ich fahre jetzt gerade schon zu weit. Ich hätte eben eine Abzweigung nehmen sollen. Wie soll ich das denn auch sehen? Hier sind nur zwei Häuser. Hier links müsste irgendwo ein Haus sein, man sieht ja nichts. Wo soll denn hier ein Haus sein? Da. Ist das ein Truck? Die Tür, aber hier ist gerade richtig mal richtig Shit drin. Das kann alles einsacken. Konserven passt nicht mehr rein. Ist auch dafür eine Rave Party in meinem Auto. Die Perle. Okay, da kann ich auseinanderschneiden, glaube ich. Müssen wir gleich mal machen, muss hier vielleicht was Gutes finden. Die Mühlperle habe ich auch so gesehen in den Kofferraum getan. Und hier raus. Warum stackt das eigentlich nicht vernünftig? 19, doch, ein bisschen. Zack.
natürlich das Falsche eingepackt. Aber es kommt jetzt nicht näher. Okay, ich muss hier mal weg, glaube ich. Den Truck eben noch ausräumen und dann weg hier. Muss ich woanders anschauen. Die Tür ist zu groß, die muss auch nicht mit. Es kommt hier immer näher. Ja, ach du Scheiße. Kofferraum zu. Okay, ich muss ein Stück zurücksetzen. Und dann vorne rechts. Das habe ich gesehen, weil ich mit so doofen Dummies rumgefahren bin. Ach hier. Ist hier? Sieht doch überhaupt nichts. Kann man nicht wieder Tag werden? Na. Wie spät ist es eigentlich? Um Uhrzeit? Komme ich gerade nicht den Blick von der Straße zu nehmen. War 3.07 Uhr. Geile Musik gerade. Muss ich reingucken, was? Sperrt, muss ich erst mal mit einer Brechstange das aufbrechen, wie man einen blöden Fackeln bekommt. Hier vorne ist irgendwo. Irgendwo auf der Seite eine Hütte sein, dann Wohnwagen. Ah, hier. Three Hugs. Ist doch gelogen. Oh, endlich so ein Impact Hammer wieder. Ada Light. Ja, das ist ja mal gewagte Vorhersage. Gasflasche, das ist sehr gut. Das brauchen wir für den Impact Hammer. Oh, draußen wird schon wieder scheiße. Ach, keine 2 Sekunden mehr Zeit für irgendwas, um ein bisschen zu chillen. Das ist furchtbar. Oh, ich glaube, das war's hier. Draußen wird es, wie gesagt, wieder scheiße. Natürlich. Wo ist mein Auto? Ich muss aufpassen, dass er nicht die Orientierung verliert. Oh oh. Fünf. Au. Ich hoffe, ich bin auf dem. Mein Auto muss irgendwo hier sein. Ach, hier ist die Straße. Wo ist mein Auto? Wir gehen hier draußen gerade kaputt. Das ist ein einziger Horror, das Spiel. Voll unfair bei einem Survival-Spiel. Mein ganzes Auto flackert, geht langsam alles kaputt. Aber wir sind noch nicht mal im schlimmen Bereich von dem Shrink. Aber wir müssen hier raus. Weit ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich dachte, das wird eine entspannte Ressourcenfahrt, ne? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Warum ist das so dunkel? Oh, es wird immer schlimmer. Aber ich sehe die Straße nicht mehr. Warum? Stopp mal. Ah, warum? Fucking shit.
Das ist nicht witzig vom Spiel, dass mir die Scheinwerfer weggenommen hat. Das macht das Ganze. Hier, warum ist es denn so? Wo geht die Straße hier weiter? Die geht hier irgendwo links weiter. Ich sehe es aber nicht. Auf der Karte. Die hier ein bisschen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch die Straße versperrt, aber ich sehe halt nichts. Es ist 3:23 Uhr, die Zeit vergeht auch nicht so wahnsinnig schnell, leider. Mein Auto geht langsam kaputt. Hier müsste irgendwie die Straße sein, theoretisch. Da ist irgendwas, was der Straße. Was ist denn da? Warum ist es denn so dunkel? Ja genau, das ist das Problem. Hier ist irgendwas. Ja, ist immer wieder bewegt, wenn ich da rüber fahre. Hier ist nicht alles. Ich hänge hier irgendwo fest auch. Das ist, glaube ich, hier gleich vorbei. Wenn wir mal sehen, was passiert. Okay, okay. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Okay, wir leben überraschenderweise noch. Das Auto ist noch nicht komplett hinüber. So weit ist es überhaupt nicht mehr. Oh nein, nicht das. Da kann ich jetzt nicht. Okay. Ah! Zu spät gesehen. Was für eine absolute Vollscheiße. Fahr nochmal raus. Ja, super geile Idee. Ich kann mir das noch mal kurz angucken, was halt bei den Spots stand. E5. Außergewöhnliche Anfälligkeit. Extreme Bedingungen. Unten. Stabiler Anker. Nicht erkannt. Kaputtes Häschen. Ja. Und hier sind zumindest ganz viele Ressourcen in dem Spot. Da gibt es aber Nester. Oh, was sind denn Nester? Eins, Nester. Warum? Ich will keine Nester. Nester klingt nicht gut. Fahrzeugstatus unten links schlecht. Ja. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist jetzt ein bisschen Tag, ist ja Zeit vergangen. Die Nester. In diesem Bereich des Sperrgebiets leben Häschenanomalien. Vielleicht bin ich am Anfang noch ein bisschen safer. Jetzt mach das Radio aus. Benzin haben wir auch nicht mehr viel. Ist alles ein bisschen hier. Ja, ob hier. Unless you've got a death wish, in which case, be my guest. When we're all dead and gone, and limb technology but a footnote in the history books, the anomalies will remain. They're the legacy of our work here, and the Olympic Peninsula belongs to them now. Ja, die sarkastischen Sprüche von der Ollen brauche ich jetzt auch noch in so einer Situation. Vielen Dank. Hä? Wurde die jetzt die Batterie hingetan? So, die sah eben so groß aus in der Hand, deswegen. So, she said. So, wir bauen uns jetzt erstmal. Was haben wir denn jetzt hier noch?
Noch was zum Reparieren? Nein. Wir machen der Reihe nach, was wir machen können. Reparaturkit. Chemikalien, das war's auch schon. Okay, da müssen wir jetzt ganz genau überlegen, was wir reparieren. Kaputt ist ungefähr alles. Was, wie kaputt? Das ist sehr kaputt. Ist immerhin noch nicht komplett hinüber. Erstmal die Sachen, die rot blinken. Okay, die schlimmsten Sachen haben wir jetzt ein bisschen gefixt. Das war's jetzt mit Reparaturkit. Abdichtkit. So. Guck mal durchs Fenster, was ist hier kaputt? Die Reifen erstaunlicherweise haben gehalten. Bin ich mir auch sehr glücklich drüber, sonst wäre es eben noch schlimmer geworden. Okay, aber hier abdichten. Das Fenster, sehr gut. So, was ist denn jetzt noch kaputt, was zudem gefixt werden müsste? Gar nichts eigentlich, bis auf die. Ja. Der Scheinwerfer geht. Ne, der ist ganz. Ist der Scheinwerfer ganz raus? Der Scheinwerfer ist ganz weg. Das ist scheiße. Was wird langsam immer heller. Immer etwas, was für uns spricht. Starthilfe brauche ich, Mechaniker-Kit. Ich kann mir den Scheinwerfer bauen anscheinend ohne. Das hätte ich auch vorhin schon machen können. Und eine Glühbirne. Man kann nur eine Glühbirne reparieren, aber man kann sich einen ganz neuen machen. Nice. Wenigstens einen. Ich kann sich auch relativ viele bauen. Also ich mache mir gleich noch einen. So. Mal kurz vorsichtig ablegen. Den hier ausbauen. Rucksack darf ich nicht, oder was? Können wir den noch irgendwie wiederverwenden? So, wir essen mal kurz was. Müllperle, die zersäge ich jetzt mal. Gut sein, dass wir das brauchen. So, die Müllperle fallen lassen. Ist das gut, dass die. Ist das schlecht, dass die geladen ist? Soll sie sich erstmal beruhigen? So, wie sieht es im Auto aus? Die rechte Tür ist immer noch ein bisschen hinüber. Reparaturkit, fehlen nur Chemikalien. Ja. Es ist halt wie es ist. Der Rest sieht ganz gut aus. Damit können wir leben. Impuls haben wir. Bauen wir uns ein. Und damit sind wir schon fast wieder im normalen Zustand hier. Bescheuert. Jetzt sägen wir uns mal hier das Ding auf. Ich bin zu ungeduldig, um zu warten, bis das nicht mehr geladen ist. Okay, jetzt geht das super langsam. Entweder weil sie geladen ist, was ich nicht wirklich glaube. Au, tat das jetzt weh, weil ich sie angefasst habe? Wahrscheinlich. Fuck. Vielleicht muss ich sie in der Basis auseinandernehmen. Ich habe gehofft, dass ich es hier machen kann. Egal, Müllperle kommt in den Kofferraum. Und warum ist da noch ein Herz dran? Wusste der nicht den verschrottet aus, sondern macht erstmal den anderen. Genau. Da ist ja nicht mehr viel zu holen. Jetzt mit der Zuweisung von den Items in die Schnellleiste ist auch totaler Schrott. Okay,
So, da wollen wir hin. Ich weiß nicht mehr, warum. Bestimmt toll da. Da ist halt so ein Arc-Ding. Da sind Häuser. Los geht's. Scheibenwischer aus. Licht an. Brauchen wir nicht mal. Aber ich könnte. Chemikalien brauchen wir. Sind wir vielleicht in den Häusern, in den Gefahrschränken. Nicht rein. Das Haus, wo vorhin. Also gemeint. Das Haus, wo vorhin der Impulshammer gefehlt hat, das wäre bestimmt gut gewesen. Das errettet mich so sehr. Ah! Das war nicht. Das ist ein anderes Häschen. Oh, ich habe schon wieder die Heckklappe aufgelassen. Kann ich das killen? Witzhäschen. Wo ist es jetzt hin? Stopp, wo ist es jetzt hin? Wo soll ich gerade wechseln musste? Nein, nein, nein. Ist das kaputt gegangen? Hat mich ein bisschen wehgetan. Was? Wir sind jetzt nicht gerade entkommen, weil ich den Zerstörer wechseln musste, oder? Ist das beim Auto? Nein. Wo ist das Blitzhäschen hin? Ich hab's fast gehabt. Das wären wertvolle Ressourcen gewesen. Ich bin nicht zu nah hin. Ist einfach weg. Das Spiel meint es nicht gut mit mir. Ich sag's euch. Nicht zu nah dran parken, weil dann verändert sich die Umgebung, wenn ich da das Ding rausnehme. Diese Rampen, soll ich echt ernsthaft drüber fahren? Das ist schon ein paar Mal langsam ein bisschen verdächtig. Das mache ich gleich, nachdem ich mir das Haus angeguckt habe. Brauche ich mal wenigstens nochmal den Impulshammer. Ich wollte das Loserhaus. Andere Haus habe ich gesehen, da waren super Sachen drin. Jetzt habe ich hier so ein Loserhaus. Ist mal echt so. Kann nicht sein, dass jetzt nur hier praktisch nichts drin war.
Das Survival ist in dem Spiel doch mehr, als ich gedacht habe. Gucken wir das mal an. Ist irgendwie ein Häschen in der Nähe von meinem Ohr? Das weiß man natürlich auch nie. Hup schön, wenn was ist, okay? Hup laut und oft. Sieht doch ganz cool aus hier. Oh, hier kann ich mein Auto aufladen. Okay, hier muss ich herfahren. Auftanken, aufladen, okay. Aber erst danach hole ich mir die Arc-Ladung, weil wer weiß, wie sich die Umgebung verändert. Jetzt haben wir die Sprungschanze hier an. Na, einfach drum rumfahren. Ich springe jetzt auch nicht drüber. Ich habe Angst um mein Auto. Was ist das denn hier? Benzinfass. Ja, das ist nicht ganz geheuer hier. Es war ja kein Gefahrschlechtschrank hier in der Nähe. Chemikalien brauchen wir so dringend. Probieren wir es noch mit dem Handstaubsauger, funktioniert. Wird auch ganz praktisch sein. Ah, da kam so ein Arschloch raus. So, komm her. Glückshäschen. Nein, 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 nicht alles weg. Die ganzen Teile. Nein! Mein Glückshäschen! Meine ganzen Ressourcen! Dieses Arschlochspiel! Warum hast du nicht das Spiel? Scheiß Glückshäschen! Lohnt es sich da mal kurz nach zu suchen? Ich weiß es nicht. Bin ja auch mal super hell. Und das eine war so ein Metallteil, glaube ich. Es können natürlich noch andere Sachen gewesen sein, die auch noch mit dabei waren. Alles wieder gut, Martin. Sieht man nicht gut aus da hinten. Repair und noch? Repariert das mein Auto etwa? Wäre ich ja bescheuert. Das repariert mein Auto. Das repariert mein Auto. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Boah, Halleluja.
ja der Hammer. Okay. Wir müssen mal kurz wenden, um aufzutanken. Der Schulterblick. Okay. Bin ich auch gleich viel zuversichtlicher. Ja, viel Energie hat es nicht mehr zum Reparieren und Laden. Aber du hast deinen Job gemacht, alles gut. Können sogar voll tanken. Das ist ja der Traum hier. Rundum Service Schutzhütte. Tja, der ADAC der Zukunft hier. Oder Vergangenheit. Und das Auto jetzt hier kaputt machen. So, und dann kurz warten hier. Danke. Das ist ganz schön weit laufen. Mit so einem Strahlemann in der Hand. Ich könnte mich vom Schanze laufen. Kann es aber auch bleiben lassen. Ich mir noch die Beine. So, kann das mal essen. Den Rest packen wir ein bisschen rein. Noch ein paar Konserven aus dem Kofferraum. Der pure Camper-Luxus. Und dann gucken wir, ob ich noch was bauen kann. Was ist hier los? Natürlich. Jetzt sehe ich noch mein eigenes Auto. Okay, es wird Zeit weiterzufahren. Scheiß Blitzhäschen, das wollte ich nicht. Ich wollte irgendwas gucken. Schon vergessen, egal, wir fahren weiter. Okay, lass uns mal kurz hier drauf gucken. Ist ja eh eigentlich. Ne, da hinten ist irgendwas. Ah, da ist der Escape Room. Da kommen wir nachher raus. Verknüpfen könnten wir da unten. Wollen wir aber noch gar nicht. Fahren wir einfach in die Richtung. Grob. Sammeln wir noch ein paar Sachen ein. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ist schon wieder nichts gut. Haben wir aber schön weiträumig umfahren, haben sie in Verkehrsnachrichten gesagt. Steuert sich auf die komplette Scheiße. Das muss auch nicht sein. Das habe ich auch nicht verdient. Das ist alles nicht verdient. Ich habe so viel bessere Sachen im Leben verdient. Nicht so ein Survival-Kram. Wenn ich nur so entspannte Farming-Games spielen. Das habe ich verdient. Ich bin so ein guter Mensch. Ich mach's mal aus. Ach, die Scheinwerfer. Wer weiß, wenn wir die nächste Hütte treffen. Das ist natürlich komplett verschlossen. Auch Chemikalien, das ist halt extrem wichtig. Ich finde nur Müll, im wahrsten Sinne des Wortes hier, Mülleimer.
Ich höre schon wieder irgendwas. Oh, noch mehrere, Alter! Ja klar, macht ruhig. Sägt ruhig an meinem Auto rum. Pff. Wollen die mich verarschen? Wo kam die denn plötzlich her? Habe ich das noch gelootet hier oben? War es überhaupt hier? War doch hier. War schon, oder? Unfassbar! Ich krieg noch so eine Ableitung gegen das Wort Häschen. Erstmal mit der Brechstange. Sparen wir uns den Impuls haben. Und jetzt wieder. Der dunkelste Schuppen des Weltalls. Zum Glück leuchten diese Behälter ein bisschen und soll ich überhaupt nichts sehen. Panik, wenn sich irgendwas bewegt. Eine Glühbirne muss man sich irgendwie klauen können. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich drehe mich gerade wild im Kreis. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Okay. Müssen wir irgendeine Alarmanlage noch einbauen können? Erstmal die vielleicht, die ein bisschen abwehrt. Mal gucken, ob es sowas noch gibt und auch die so einen Näherungssensor hat, dass ich das ein bisschen früher erfahre, wenn die da ankommen. Nicht, wenn die mal schon ein bisschen an meinem Auto rumgesägt haben, die Schweine. Der Reifen ist kaputt jetzt auch noch. Okay, jetzt muss ich aber gleich von der Ladung weg. Oh, das ist natürlich gleich die nächste, warum auch nicht. Da ist auch irgendein Shit. Aber das ist auch, das leuchtet, das ist irgendwas Positives, so. Benzin und so haben wir genug. Okay, Abdichtkit. Ups, stehe ich direkt an der Leitplanke. Sehr gut. Das sieht gut aus. Schau mal kurz, was hier zu bieten hat. Rohrpost an der. Ah! Okay, warum sind da Sachen drin? Die Rohrpostanlage. Die Sperrgeschwindigkeiten mögen primitiv sein. Die primitive Technologie. Bla bla bla. Aber da waren jetzt ja Sachen drin. Ich habe jetzt gedacht. Ich probiere es mal mit irgendwas aus. Kann ich jetzt irgendwas da reintun und das taucht dann in der Basis auf? Ich in Sachen splitten. Stopp! Da höre ich doch was. Ich bin super paranoid in dem Game. Ich schieße einfach mal einmal Gummi da rein. So. Mach die Decke jetzt wieder zu. Die Decke irgendwie wieder zumachen. Hier. Vorne ist noch ein Haus. Ah, da ist ein. Ah, da sehen wir. Das sind noch so Heildinger dann, oder? Rund um Schutzhütte, ja. Nice. Okay, falls wir es brauchen. So, was anders Wichtiges? Ader-Container, Ader-Turm, Hütte-Bauwerk, Gebäude, Sackgasse. Portal bereit. Ankersignal. Okay. Alter, das. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass uns das irgendwie in die Luft erhebt. Ich fahre jetzt mal rüber. Aber mal zum Testen. Das ist bestimmt eine super Idee.
Okay, damit bin ich... Ja, das machen wir auch nicht nochmal, einfach ohne Not. Das Auto hat es einigermaßen überstanden. Hier ist eine Hütte. Ich werde bescheuert mit dem Spiel. So. Nichts Wichtiges. Ich brauche Chemikalien. Jetzt ein bisschen was sehen hier drin mal. Das ist ein Fernseher. Okay, das ist ja die beschissenste Hütte. Aber noch ein Kühlschrank noch. Viel ist hier nicht drin. Zersieg jetzt noch. Den Fernseher. Und ein paar interessante Sachen waren da drin immerhin. Das haben wir alles. Jetzt ums Haus rumgucken. Nichts. Roadwork. Ach, echt jetzt? Vorsicht, Baustelle oder wie? Nein, so ein fucking Häschen. Polizeiauto, das ist bestimmt gut. Das looten wir mal. Mal aufpassen hier. So, komm mal her. Das Häschen habe ich ja schon gesehen. Ja, genau du. Ich weiß, was du vorhast. Du Arschloch. Häschen jetzt nur noch on-site umbringen. Panzerte Tür. Das ist Metallschrott, Glasscherben. Das ist der Saft auch immer. Der ist bestimmt wichtig noch. Ersatzglühbirnen-Kit. Ganz geil, ist ein bisschen bloß doof einsortiert hier. Inventar-Tetris. Wenn das neu ordnen, das sollte Inventar. What? Ich hab's doch gehört. Hör auf. Offroad-Reifen, die ich abbauen kann. Das ist wie wenn man irgendwelche Gegner in einem Rollenspiel killt und man kann nicht ihre Waffe looten, leider. Da haben sie die Rüstung an und die Waffe, aber ne, in Elden Ring muss ich dann die Ritter
70 Mal farmen, bevor ich dann irgendwann ihre Waffe bekomme oder ihre Rüstung. Aber haben sie die doch an? Genauso hier, ich würde mir ganz gerne das abschrauben. Geht nicht. Verschieben. Ah, ich will mich verschieben, ich will es Zuweisung neu ordnen. Ups, das ging aber schnell. So, jetzt passt das nicht besser rein. Die Klappe zu. War vielleicht gar nicht so schlecht, wer weiß. Die Motorhaube ist ein bisschen beschädigt. Hier hätte doch bestimmt was noch gelagert, oder? Bisschen enttäuschend. Egal. Hat noch ein paar Sekunden gekostet. Okay, da fahre ich mal nicht durch das lila blitzende Zeug. Die helle Farben sind ein bisschen scheiße. Der hat doch bestimmt was. Hoffentlich mehr als nur Benzin, das brauche ich nicht so dringend. Stahltür, Sommerreifen. Ja, kann ich ein bisschen Benzin abzapfen, das war's. Wir lernen jetzt auch mal alles kennen, weiter geht's. Ich will jetzt wieder Schiss fahren. So, hier links abbiegen, obwohl es da blau blitzelt. Das ist da hinten. Was ist das eigentlich? Ist das gut oder ist das schlecht? Gucken wir uns an. Erstmal den Truck untersuchen. Das sind immer wahre Fundgruben. Geil. Soweit es geht, hier alles ins Auto packen. Schon was los hier. Ah, der Investigator. Warum ist diese... Ach, das Blaue ist doch immer so mit Antigraf, sah es vorhin aus. Wenn ich jetzt darüber springe und in die Luft und danach sterben. Super Idee. Das machen wir gleich mal. Ich habe keine. Tat, ich habe keine Dings mehr. Keine, Rechtsteine, das ist auch gleich kaputt, der Verschrotter. Oh oh, langsam scheiße. Okay, das eben noch schnell machen. Einfach mal die primitive Platte. Die passt auch nicht mehr. Na, weg damit. Weg hier.
Okay, es wird langsam scheiße in dem Gebiet. Wir müssen einfach weg auch. Ich muss die Dings aktivieren. Wow! Wow, 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 wow! Müssen wir nicht da lang? So ein bisschen? Ja. Scheiße. Okay, ich pimmel schon zu lange in dieser Gegend rum hier. Okay, es wird Zeit, das Gebiet zu verlassen. Zumindest das nähere Gebiet hier. Vielleicht wird es halt nochmal besser. Aber wir fahren auch eh durch. Wir fahren jetzt durch Strahlungsgebiet und so. Mit dem, das sieht alles nicht gut aus. Ich glaube mal ganz kurz, wir müssen. Hä? Was ist das denn für eine. Für eine Legende? Das ist eine Ladung, okay. Ach, das ist da hinten, hä? Warum denn jetzt plötzlich? Das war doch vorhin woanders. Portal zu nah. Okay, ich dachte, ich muss jetzt eigentlich in die Richtung, um hier rauszukommen. Draußen ist schon verstrahlt, oder? Mein Auto schützt mich nämlich gerade ein bisschen. Der Strahlenschild, man sieht das, hält auch nicht ewig. Ich verpiss mich jetzt hier. Wir haben auch schon ein bisschen grüner Siff im Auto. Okay, scheiße. Jetzt war ja den ganzen Weg zum Teil zumindest zurück. Wir müssen die Kreuzung noch von der links halten. Das ist nicht gut. Weg hier. In der Kreuzung, wo wir von oben gekommen sind, halte ich mich jetzt einfach links. Wo ist denn die Straße? Bitte? Stopp, stopp, stopp. Das ist so zugewachsen hier. Ich kenne die Straße kaum noch. Langsam immer mehr kaputt, das ist nicht gut. Wir müssen erstmal aus der Strahlenzone raus, nicht durch das Lila-Shit fahren. So. Der Shrink wird halt immer schlimmer, aber meine Motorhaube ist halt kaputt und schützt mich bald nicht mehr vor der Strahlung, glaube ich. Oder den Motor noch viel schlimmer. Geht auch langsam immer mehr kaputt, das ist nicht gut. Okay, nicht durch die Ladung fahren. Fahrzeug beeinträchtigt, ja. Fuck, ich habe jetzt hier drin schon. So, ich muss erstmal hier aus dem. Nein! Fuck off, fuck off! Okay, hier habe ich jetzt keine Strahlung. Ich muss mein Auto mal reparieren. Nein, 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 nein! Au. Mein Auto. Das sah auch nicht gut, das sah auch nicht gut, das sah auch nicht gut. Fucking hell. Wir sind in der Mitte von dem Shrink. Muss ich mal kurz mein Auto reparieren. Stopp, 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 stopp. Sonst schützt mich das nicht vor der Strahlung. Mechaniker-Kit brauchen wir nicht. Ich brauche Reparatur-Kit. Haube ist im Arsch. Nee, der Rest geht noch. Okay, der Rest muss ich einfach mal halten. Ich will hier eigentlich auch eher weg jetzt. Alles okay? Okay. Ich fahre erstmal noch ein bisschen weiter und dann aktiviere ich das Portal. Und dann war ich schon zu nah. Ich weiß nicht, wie nah ich an Portalen sein darf. Hätte ich da schon entkommen können. War ich nicht ganz sicher, ob das dann wieder aktiviert wird, ob ich das einmal verkackt habe und dann deaktiviert habe damit. Also eine Tankstelle. Wir haben aber genug Benzin. Das ist nicht so wichtig. Rechts vorne. Die Platte geht kaputt, aber ich habe keine Zeit für sowas. So, wir müssen jetzt hier das Portal aktivieren. Ich muss hier raus. Das hilft alles nichts. Ach, jetzt bin ich zu nah. Ja, ganz schön empfindlich. So, jetzt. Ja, das ist nämlich richtig scheiße. Das Auto, was eh schon fast kaputt ist. So.
Da rechts. Gott, 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 Gott. Das Auto blinkt eh schon wie blöd. Hier vorne da der Kotflügel einbricht. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg. Was war da links? Scheiße. Das ist doch keine Straße. Ja, ich fahre über die. Jetzt rein da und weg. Na, was soll das? Das Auto fährt nicht mehr geradeaus. Go, 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 go. Ich will hier raus. Boah, was für eine Scheiße. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucinations paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Are you making use of my fabrication station to fix up that junker? You should while I'm still in the mood to allow it. And there's the test track behind the garage, if you need to take anything for a spin. Okay. So, neue Baupläne erhalten. Komplett reparieren, die Verschönerungsmaschine bauen. Mal gucken, was wir sonst noch so erforschen können. Wir haben ja da noch ein paar Sachen gehabt. Also, es gibt einiges zu tun und dann können wir uns eine neue Route aussuchen, vielleicht mal, was uns jetzt auch mal storymäßig wieder mal weiterbringt. So, also Ressourcen ran, ein bisschen was ist schon passiert. Aber wir werden uns nächstes Mal auch besser vorbereiten, vielleicht auch mal ein paar Glühbirnen auch mitnehmen und alles, was wir einpacken können. Aber wir sind jetzt wieder zu Hause, das haben wir geschafft. Das war eine spannende Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.